Hallo, ich bin Ralf. Im Hauptberuf bin ich Unternehmer. Im Nebenjob bin ich leidenschaftlicher Philosophieversteher. Ich lade euch ein, mit mir auf die Suche nach Erkenntnis und Gewissheit zu gehen. 2500 Jahre europäische Philosophie. Denksysteme mit vielen Auslegungen und Kommentare. Das ist ein ungeheurer Fundus an Erkenntnis und Lebenshilfe für Unternehmer, Unternehmerinnen und für Führungskräfte und für jeden schaffenden und umtriebigen Menschen. Keine Dünnbrett-Management-Literatur mehr, sondern die Essenz der großen Denker und Weltversteher, um klug und weise selber zu leben und zu handeln. Wenn philosophische Texte doch nicht so schwer zu lesen wären. Und wenn sich die akademische Philosophie doch nicht so weit von der Lebenswelt entfernt hätte. Meine Mission ist es daher, philosophische Gedanken und Ideen mundgerecht für den unternehmerischen Kontext aufzubereiten. Natürlich hat mir ein Berufsphilosoph etliches voraus. Ich habe mich zwischenzeitlich durch einen Lauf mit der Literatur durchgearbeitet. Der Profi-Philosoph hat sich in seinem Leben durch 30 oder mehr Laufmeter durchgearbeitet und vermutlich auch noch einen halben Laufmeter an lesenswertem Material erstellt. Aber ich bin Teilhaber am Unternehmertum und bleibe nicht vornehmer Beobachter. Ich betrachte das Treiben nicht aus hoher Flughöhe, um im besten Falle auch noch mit erhobenem Zeigefinger zu dialektischem Erkenntnisgewinn anzuregen. Ich stehe bis zu den Knien im Schlamm und schaufle fleißig mit. Gelegentlich halte ich inne, lese in schlauen Büchern von Kant und Co., höre philosophische Vorlesungen und Seminare und betrachte, während diese Gedanken spazieren gehen, auf die Schaufel gestützt, das Treiben meiner Mitunternehmer und Führungskräfte. So ist schließlich die Idee zu diesem Projekt entstanden. Von der Symbiose aus Unternehmertum und Philosophie erwarte ich mir viel. Unternehmer, Unternehmerinnen und Führungskräfte sind Schaffende. Sie sind mit einer hohen Strebensnatur ausgestattet. Sie suchen nicht nach dem Sinn, sondern sie schaffen ihn. Für sich und im besten Falle auch für die Menschen, für die sie verantwortlich sind. Wie funktioniert Philosophie in diesem Kontext? Erkenntnisgewinn durch vernünftige Gedanken und Reflexion derselbigen. Keine Esoterik, keine Glaubensfrage, keine spirituellen Deep Dives. Kein Schwadronieren, sondern Vernunft und mündiges Denken. Impulse für gute Entscheidungen, für Klarheit und für kluges Handeln. Das kann die Philosophie liefern. Und es ist meine Mission, die Learnings im unternehmerischen Kontext aufzubereiten und darzustellen. Quasi ein Blinkist für Philosophie. Interessiert hat mich Philosophie schon immer. Intensiv befasse ich mich damit seit 3 Jahren als Masterstudent an der Fernuni Hagen. Auf dieser sehr bekannten Darstellung hinter mir sind Philosophen aus mehr als 800 Jahren versammelt. Es ist also eine fiktive Darstellung, die sogenannte Schule aus Athen. Da haben wir zum Beispiel Pythagoras oder da haben wir Sokrates, der die Welt mit seinen Fragen traktiert. Auf den Stufen räkelt sich Diogenes, der mit dem Fass, aber hier eben ohne Fass. Und hinter mir, in der Mitte, sind die beiden Großmeister, Aristoteles und Platon. Aristoteles, der in dem blauen Gewand, deutet mit der Hand auf den Boden, ist der Geerdetere der beiden. Seine nikomachische Ethik, hält er in der Hand, ist bis heute die Bibel der Moralphilosophie. Zeitlos und für einen philosophischen Primärtext recht gut lesbar. Dann Platon, mit der Hand gen Himmel deutend, quasi der Begründer der Metaphysik. Sein bekanntestes Denkmodell in diesem Zusammenhang ist das Höhlengleichnis. Das sehen wir uns auch noch an. Aber nicht um des Höhlengleichnisses willen, sondern mit der Fragestellung, welche Botschaft für einen schaffenden und umtriebigen Menschen darin steckt. Mein Plan ist es, pro Podcast jeweils einen grundsätzlichen philosophischen Gedanken oder Ansatz in einem unternehmerischen Kontext aufzubereiten, verständlich zu erläutern und Anwendungen und Nutzen zu überlegen. Es gibt jeweils konkrete Takeaways. Jeder Podcast dauert 4 bis 6 Minuten, sodass die leicht zwischendurch reinpassen. Wer an einem Deep Dive interessiert ist,
Ich habe in den Videobeschreibungen einen relativ großen Fundus an weiterem Material, inklusive etlicher Links auf weitere Videos. Gerne drinnen stöbern. Alternativ könnt ihr mich gerne via LinkedIn kontaktieren. Ich habe auch schon Keynotes und Seminare gehalten und freue mich immer, das zu tun. Ich wünsche euch viel Freude mit den Podcasts. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert.